und herzlich willkommen bei Sonjas. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lauinger und ihr seid bei Sonjas Senf zum Sonnabend. Was erwartet euch? Alles rund um Bücher und Kram, was mich und uns im Lauinger Verlag und im Bücherbefehlladen bewegt. Das mit dem Bewegen ist ein Scheiß. Und heute, der 22.07., ist der perfekte Tag für die erste Aufzeichnung. Warum? Wegen Pi. Heute ist nämlich Pi-Annäherungstag. Also 22 durch 7 ist 3,14. Und es ist immer gut, dass man das weiß. Also unnützes Wissen kann nicht schaden, aber was ihr unbedingt wissen müsst, ist, dass es bei uns im September wieder losgeht. Losgeht mit Lesungen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Auftakt immer mittwochs. Donnerstags immer unsere Lesungen zwischen 16 und 18 Uhr. Und freitags eben Sonjas Senf zum Sonnabend. Freitags die Aufzeichnung, da könnt ihr gerne live dabei sein, immer 16 Uhr. Da könnt ihr gucken und zugucken und spiegeln, wie ich mich zum Affen mache. Und eben samstags die Aufzeichnung und dann passt der Name auch wieder. Also, merkt euch, am 3.9. geht es mit der ersten... Mal ganz kurze Frage, die allererste Veranstaltung ist am 3.9., gell? Die Termine, die ihr euch schon mal merken könnt, sind: die erste Ausstellung beginnt am 11.8. Eine Ausstellung von Dieter Lampert. Er stellt aus Scherzkrüge und fluoreszierende Gegenstände. Unsere allererste Lesung am Donnerstag, dem 2.9. ist mit Kruschwitz, Steiniger Tod. Jetzt bräuchte ich das Buch. Unsere erste Lesung wird sein Joachim Kruschwitz, der Steinige Tod, am 2.9., merkt euch das, um 16.30 Uhr. Und wer will, am 3.9. kann wieder live dabei sein, wenn wieder aufgezeichnet wird bei Sonjas Senf zum Sonntag. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr unnützes Wissen für euch oder vielleicht nützliches Wissen, eher selten, macht aber nichts. Ich würde mich wieder freuen, euch wieder dabei zu haben bei Sonjas Senf zum Sonntag, zum Sonnabend. Stay in tuned. Was wäre der schönste Spruch am Schluss? Stay tuned zu Sonjas Senf am Sonnabend. Das war Sonja Lauinger für euch. Tschüss.